Ernährung ist wichtig, Ernährung hat einen riesen Einfluss auf unsere Gesundheit, aber kann Frau tatsächlich mit Ernährung ihre Wechseljahrsbeschwerden lindern oder es vielleicht gar nicht dazu kommen lassen? Das klären wir in diesem Video. Super wichtiger Punkt vorab und auch die Erklärung, warum vielleicht die ein oder auch der ein oder andere ein bisschen zu viel auf den Hüften spürt. Denn der Energiebedarf, der sinkt im Alter. Wer mal pubertierende junge Menschen beim Frühstück erlebt hat und sieht, was die so verputzen können, fragt sich, wo das alles bleibt. Denn der Energiebedarf eines Jugendlichen, der ist extrem hoch, weil auch der Stoffwechsel extrem hoch fährt. Im Alter sieht das Ganze anders aus. Der Stoffwechsel fährt langsam runter, deswegen sinkt auch der Energiebedarf. Wir haben aber unsere Essgewohnheiten über Jahrzehnte erprobt und das ändern wir auch selten, sodass die normale Menge, die ich sonst jetzt zu mir nehme, die früher nichts an meinen Hüften gemacht hat, auf einmal zu der ein oder anderen Hüftrolle mehr führen. Also, unterm Strich, müsste man im Alter und sollte man auch im Alter seine Ernährung entsprechend vom Energielevel anpassen, weniger Kalorien zu sich nehmen und vor allen Dingen die richtigen Kalorien zu sich nehmen. 2 bis 3 Mal am Tag frisches Gemüse, frisches Obst, ballaststoffreich, das wissen wir alle zuhauf und es kommt uns fast aus den Ohren raus, diese Information. Es stimmt aber auch tatsächlich. Nun aber zurück zu den Wechseljahrsbeschwerden, die ja hormonell bedingt sind. Durch die abfallenden Hormone, vor allen Dingen auch des Östrogens, haben Frauen vielerlei Beschwerden. Von den Hitzewallungen über die Schweißausbrüche, depressive Episoden, Aggressionen, Schlafstörungen, die Liste ist sehr, sehr lang. Und nun gibt es tatsächlich auch Pflanzen und Pflanzenstoffe, sogenannte Isoflavonoide und sogenannte Lignane, die Ähnlichkeiten aufweisen zu dem weiblichen Sexualhormon Östrogen. Der Gedanke ist also, wenn ich genug von diesen Phytoöstrogenen, so heißen sie, zu mir nehme, kann ich doch vielleicht den Mangel, den ich habe im Alter, ausgleichen. Ist da wirklich was dran? Stimmt das? Der Spannungsbogen ist jetzt maximal aufgebaut, ich weiß das, aber wir müssen die Antwort kurz noch nach hinten verschieben, denn es gibt eine Beobachtung, die man vor den ganzen Studien, die gelaufen sind, auch schon gemacht hat, nämlich dass VeganerInnen und VegetarierInnen sehr viel weniger Wechseljahrsbeschwerden haben als die Bevölkerung, die sich auch mit tierischen Produkten ernährt. Hat verschiedenste Hintergründe, aber es spielen natürlich auch diese Phytoöstrogene eine große Rolle und das ist die indirekte Antwort. Ja, man kann tatsächlich Wechseljahrsbeschwerden mit Phytoöstrogenen zum Teil mildern oder auch es gar nicht dazu kommen lassen. Nun muss man aber auch sagen, jede Frau ist individuell und auch die Beschwerden sind individuell und auch von der Konstitution, den Vorerkrankungen, den Medikamenten, die man vielleicht einnimmt, kann man nicht pauschalisieren, wenn du so und so viel Phytoöstrogene zu dir nimmst, werden deine Schweißausbrüche und deine Hitzewallung weniger. Denn es steckt natürlich noch mal ein anderer Mensch dahinter, auch mit einer anderen Enzymaktivität. Da komme ich gleich noch zu. Diese Isoflavonoide kommen besonders gehäuft in Soja vor. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so ein großes Geheimnis. Aber auch in Kichererbsen zum Beispiel und ein bisschen weniger in Hülsenfrüchten. Die Lignane kommen sehr reichlich vor in Leinsamen. Das heimische Superfood schlechthin. Nun aber zurück zu diesen Phytoöstrogen, Lignane, Isoflavonoide. Die haben strukturell, chemisch eine Ähnlichkeit zu 17-Ketosteroiden. Daraus werden Östrogene und Androgene, männliche Sexualhormone, wenn man so möchte, gemacht. Und aufgrund ihrer chemischen Ähnlichkeit können diese Phytoöstrogene, ganz genau wie die biologischen normalen Sexualhormone, an die Rezeptoren auf dem Gewebe andocken und die gleiche Wirkung erzielen. Man braucht aber eine gewisse Dosierung, zu der ich gleich noch kommen möchte. Und glücklicherweise haben diese Phytoöstrogene sogar Einzug erhalten in unsere medizinischen Leitlinien. Eine Leitlinie ist so das evidenzbasierteste höchste Gut in der Medizin. Das heißt, hier liefen ganz viele Studien, um zu schauen, Wirksamkeit ja oder nein. Und wenn etwas den Weg in so eine Leitlinie findet, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen, denn dann scheint ja irgendwas dran zu sein. Und siehe da, in der aktuellen Leitlinie zur Peri- und Postmenopause stehen die Phytoöstrogene groß mit einem großen Absatz mit dabei. Und da hat man auch gesehen, dass Phytoöstrogene sehr wohl eine Auswirkung
Auswirkungen haben auf die Hitzewallung, aber wahrscheinlich eher nicht auf die Schweißausbrüche. Aber immerhin. Und wenn ich früh genug anfange, mich entsprechend zu ernähren, kann es auch sein, dass die abfallenden eigenen Hormone ein bisschen aufgefangen werden durch eben die Phytoöstrogene, sodass ich mutmaßlich ein bisschen später und milder durch die Wechseljahre komme. Welche Dosierung brauche ich denn jetzt eigentlich, um das Ganze zu bewirken, was wir bis jetzt besprochen haben? Ja, die Studien zeigen so zwischen 20 und 60 Milligramm Isoflavone pro Tag haben schon einen Effekt auf die Wechseljahrsbeschwerden. Aber auch roundabout 30 Milligramm Rotklee-Extrakt oder so enthalten sehr viele von diesen Isoflavonen. Und was man gesehen hat, Genistein gibt es tatsächlich mittlerweile auch in vielen Präparaten verbaut, ist eben auch ein solches Phytoöstrogen, was nachweisliche Wirkung und Milderung der Hitzewallungen zeigt. Wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, dann fallen auch so abstrakte Begriffe wie Daicin oder auch Equool. All das kann man verstehen als, wir haben Abspaltprodukte oder etwas ähnliche Strukturen zu den Phytoöstrogenen Isoflavon und eben diese Lignane. Wichtiger Punkt folgt jetzt, denn das muss man wirklich wissen. Unser Darm hat einen Stamm an Bakterien. Man nennt das ein sogenanntes Mikrobiom, also eine kleine Welt im Darm. Und diese Bakterien haben auch verschiedenste enzymatische Aktivitäten, können also verschiedenste Produkte spalten. Bei nur etwa einem Drittel der kaukasischen Bevölkerung funktioniert dieser Mechanismus. Das heißt, ich esse eine Pflanze und diese Phytoöstrogene werden entsprechend abgespalten, sodass sie auch wirksam sein können. Bedeutet, und da sind wir wieder bei der Pauschale. Nein, es funktioniert nicht bei jeder Frau. Was man testen sollte, 3 bis 4 Monate wirklich diese Ernährung konsequent durchzuziehen, die Ernährung umzustellen, mit Phytoöstrogenen eben zu arbeiten und zu schauen, merke ich schon eine Veränderung? Wenn ja, gewonnen. Wenn nein, muss man sich eben mit der Gynäkologin Alternativen überlegen, wie man noch die Beschwerden besser lindern kann. Dazu kommt sicherlich noch das ein oder andere Video mehr. Ein Disclaimer oder auch wichtiger Punkt ganz zum Schluss, damit es auch hängen bleibt. Sollte man Brustkrebspatientin sein oder andere gynäkologische Tumore haben, die hormonabhängig sind, weiß man noch nicht so richtig, ob die Phytoöstrogene nicht auch negative Effekte haben können. Also auch hier unbedingt Rücksprache mit der Gynäkologin, um abzusprechen, darf ich denn überhaupt vermehrt Soja, Rotklee etc. zu mir nehmen, weil ich hatte ja einen Brustkrebs. Je nach Brustkrebscharakter, ob der hormonabhängig oder unabhängig ist, sollte man sich da doch zurückhalten. Zusammenfassend muss man sagen, es ist ein extrem komplexes Thema, wenn man sich damit mal in der Tiefe befasst, aber man sieht auch, dadurch, dass es auch den Weg in jetzt viele Forschungen gefunden hat, es ist was dran, es kann helfen, je nach enzymatischer Ausstattung auch der Frau oder auch des Darms. Und ja, der alte Satz, schadet ja nichts, man kann es ja mal probieren, stimmt tatsächlich. Also die Nebenwirkungen sind minimal gegenüber von einem Placebo zum Beispiel. Die Endometriumdicke, wo man ja immer Angst hat bei Hormonen, die man zu sich führt, sei es jetzt synthetisch oder hormonidentisch, ist nicht da, also es gibt keinen Effekt auf die Gebärmutterschleimhaut. Man hat sogar gesehen in Studien, dass die Reife des Vaginalepithels, also der Schleimhaut der Vagina, davon profitieren kann, aber negative Effekte sonst wenige bis gar keine. In dem Sinne, wenn noch mehr Themenwünsche bezüglich Wechseljahrsbeschwerden, Symptome, wie man die lindert etc. gewünscht sind, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bearbeite die dann sehr gerne.